Es geht sofort weiter im Text. Ein weiterer Gefährte eurer Zeit, seit langen Jahren befreundet, die Familie Rainer Weber mit Jörg Weber, Maja Rainer und die Valentins. Jörg Weber in Augsburg geboren, wusste ich gar nicht, aber aufgewachsen in Hall, Tirol. Studium der Architektur hier an der TU München und an der University of California in Berkeley. Tätig im Franz Riebel hier in München zunächst und im Büro MLTV, Moore, Linden, Turnbull und Whittaker in San Francisco. Ab 81 gemeinsam mit seiner Frau, Professor Maja Rainer, Architekturbüro in München und von 2000 bis 2016 die Professur innehabend für Entwerfen, Städtebau und Gebäudelehre an der Hochschule München. Bitte. Danke vielmals für diese Lebensdaten, die ich schon ganz weit weggetan habe. Guten Abend, Dona. Guten Abend, Christoph. Guten Abend, alle, die hier heute da sind. Meine Laudatio auf die Valentins beginne ich mit Garten und See. Besucht man die beiden am Wesslinger Weiher oder am Gardasee, taucht man unmittelbar in Gärten ein, in ihre Paradiese. Hier wie dort führt ein langer, leicht ansteigender Weg zum Hauseingang. Dort stehen dann freudenstrahlend Dona und Christoph. Der Weg zu den Valentins ist eine Promenade per sich. Man geht entlang strenger, räumlicher Geometrien aus Hecken, Bäumen und Blumen. Man blickt auf Kunst der Moderne und entdeckt zarte Betonskulpturen im Rasen. Versalien in Helvetica buchstabieren Garten und See. Ich lese jedes Mal Dona und Christoph. Selbstverständlich bin ich heute als Laudator nicht der Erste, der auf eure ungewöhnliche Konstellation hinweist und die hohe Qualität eures Wirkens aufmerksam machen darf. Ihr seid ja höchst angesehen inzwischen. Erst letztes Jahr habt ihr den Bayerischen Ausrufezeichen Architekturpreis in Empfang genommen. Auch in den akademischen Kreisen wird euer Œuvre mehrfach ausgezeichnet. Also geht es heute nicht um einen weiteren Preis. Wir feiern heute euch beide angesichts eurer 155 addierten Lebensjahre. Wir feiern eure Gemeinsamkeiten, eure Wirkung und euer schönes Altern. Ja und nein, Dona spricht, zitiert, erzählt, kontaktet, recherchiert, kocht, ortet mit sicherem Blick einen Picknickplatz und wirft sich schützend in die Bresche, wo auch immer. Christoph schwebelt, lacht, zeichnet, holt den Wein, sammelt Kunst und behält die Übersicht in souveräner Ruhe. Die beiden sind also sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich sind auch ihre Maßstabsebenen und Schwerpunkte. Sie ergänzen sich jedoch großartig. Aber das Konfliktpotenzial ist natürlich auch vorstellbar. Dona argumentiert im Diskurs stets mit den übergeordneten Zielen der Ökologie und der Nachhaltigkeit, moralisch-politisch motivierend. Christoph sitzt meist vor einer schönen Entwurfskizze, die mit raumbildender Kraft und kreativer Energie das Repertoire der Landschaftsarchitektur einfängt. Beim Blick auf die Skizze sagt Christoph ja, Dona sagt nein. Beide fragen, warum. Später, wenn Argumente ausgetauscht und weitere Möglichkeiten zu Papier gebracht sind, ist das gemeinsame Werk der Valentins entstanden. Stets gut erkennbar am Schönen, das sich aus der Ästhetik des Selbstverständlichen ableitet und Gebrauchs mit ökologischem Wert verknüpft. Schreiben und Zeichnen. Schreiben bedeutet in die Tastatur denken. Zeichnen heißt mit der Hand denken. Denken ist nicht delegierbar. Unsere gemeinsame Arbeit hat sich von Anfang an auf das Denken mit der Hand, auf die Skizze konzentriert. Beim Zeichnen waren wir kompromisslos. Mit einem Minimum an Mitteln wurde das Wesentliche einer Idee in den Strich gebracht
um Theorien haben wir uns nicht so gekümmert. Da waren wir ausgesprochen einig. Das Architektonische zusammen mit der Freiraumqualität speist sich für uns nach wie vor eher vom Künstlerischen, vom Einzigartigen. Die schöne Zeichnung als Ausdruck einer überzeugenden Entwurfsqualität war unser Ziel. Den dicken Bleistiftstrichen zur Seite gestellt wurden pragmatische Erklärungen und rationale Abwägungen zum Kulturraum. In der Tastatur entstanden Texte zur Stadt des 20. Jahrhunderts und deren ökologische Folgen. Noch später im Arbeitsprozess passten Pläne, Renderings und Texte dann allesamt aus dem Computer zusammen und bildeten den Entwurf. Schönheit und Landschaft. Ich sprach gerade von den schönen Zeichnungen. Im Architekturstudium der frühen 70er Jahre hier an der TU, wir haben es schon ein bisschen gehört, war die Gestaltung des Außenraums inexistent und das Adjektiv schön akademisch unüblicher Sprachgebrauch. Wohlgemerkt, ich spreche von der TU und der Architekturfakultät vor 50 Jahren. Die Lehrstühle für Landschaftsarchitektur an die Hild hat es schon gesagt, waren ganz weit weg draußen in Waldenstephan. And the new MSE, the Munich School of Engineering, in den nächsten Jahren wird diese stolze 175-jährige Fakultät für Architektur inklusive, es wird noch drum gekämpft, der Landschaftsarchitektur als Department verschwinden. Damals war das noch nicht angedacht. Das lange Engagement der Valentins in der Lehre hier an der TU hat aber auch dazu geführt, dass im Curriculum der Architekturstudiengänge zumindest einige Grundlagen der Freiflächen- und Landschaftsarchitektur integriert sind. Das stärkt das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge in der Gestaltung urbaner Lebensräume und die gegenseitige Akzeptanz und Kooperationsbereitschaft. Zudem wissen wir wieder, der Unterschied zwischen Stadt und Landschaft, zwischen Haus, Garten, macht sich besonders im Verständnis von Schönheit bemerkbar. In der Stadt verdichtet sich der Raum, die Stadt regt an oder auf, macht einen groß oder klein, neugierig oder ärgerlich. Die Landschaft hingegen gibt Freiheit und Ruhe, Landschaft ist groß, weit und schön. Der ästhetische Wert ist einfach da, ursprünglich naturgegeben und entwurfsfrei. In der Zusammenarbeit mit den Valentins sind wir uns auch einig, dass die Wahrnehmung der sogenannten Kulturlandschaft auch immer mit Schönheit zu tun haben sollte. Die Kulturlandschaft, in der wir uns ja fast ausschließlich aufhalten und mit deren Planung wir gemeinsam befasst sind, braucht ästhetische Gestaltung, damit sie als wertvoll wahrgenommen werden kann. Eigentlich muss jeder Eingriff, jede Baumaßnahme, egal wie groß, Ästhetik zutage fördern. Schönheit, die auch den Menschen gefällt, Schönheit, die man lieben kann. Dies impliziert, dass im guten Entwurf die emotionale Assoziation zur Natur, zur Landschaft eingeschrieben ist. Damit sind wir auch bei den Rollen in den Planungsteams. Die Good Guys sind die Landschaftsarchitekten, die Bad Guys die Architekten. In Dänemark heißt ja der Efeu ja nicht ohne Grund Architektenströst. Selbst in der Riva-Satzung gibt es einen langen Passus zur Fassadenbegrünung, quasi Architektenströst mit streng ökologischer Begründung. Regine K. hat mir zugeraunt, in die Laudatio etwas Zunder für die anschließende Diskussion einzubauen. Sie kennt mich, daher ganz generell und jetzt total unabhängig von Valentins Beobachtungen zum Verhältnis zwischen Landschaftsarchitekten und Architekten. Ich spreche hier nicht als Moderator oder als Schlichter, ich spreche als Architekt. Wir sind keine Künstler, dennoch üben wir eine abenteuerliche Tätigkeit aus und leben gefährlich. Auch deshalb,
weil Landschaftsarchitekten und Architekten seit längerem in eine brisante Liaison verstrickt sind. Eine Evaluation der Beziehung würde unter anderem ergeben, die Emotionen in der Zusammenarbeit sind deutlich aufgeheizt, das Misstrauen ebenso wie die Begeisterung. Selbst in der sogenannten Königsdisziplin, im Urban Design oder Stadtplanung, wie auch immer, dort, wo die Empathie für das Gemeinsame, für das große Ganze schon lange gelebt wird, beginnen Disziplinen, Übergriffe und Crossovers zu wuchern. Auf gleicher Augenhöhe agierend, unentwirrbar zwischen Neugier, Schamlosigkeit und Abenteuer meandrierend, werden immer öfter wechselnde Konstellationen verabredet. Um im Bild zu bleiben, Landschaftsarchitektur hat sich zwischenzeitlich emanzipiert. Die Verbindung zum Team ist stark gelockert, wenn nicht gar gelöst. Der Trennungsgrund ist augenfällig. Kaum ein Bereich der Architektur hat in den letzten Jahren so spektakuläre Offenbarungen durchlebt wie die Landschaftsarchitektur. Das hat Gründe. Einer davon spiegelt die gewandelten Voraussetzungen der Disziplin wider. Indem Landschaft zunehmend als eigenständiges Designproblem eingefordert wurde, hat sich die Abkehr von der tradierten Natur-Stadt-Gegensätzlichkeit vollzogen. Freiraumplanung steht nicht länger nur in der ästhetischen Tradition der edlen Gartenarchitektur und der Landschaftsplaner nicht nur als deren wissenschaftlicher Manager und Anwalt. Längst wird Landschaft kreiert und ästhetisch überformt. Landschaftsarchitektur meint nicht mehr grüne Freiraumgestaltung. Entsprechende Ansätze nennt Dona mitunter Gemietzel. Die gesamte Kulturlandschaft treibt die Landschaftsarchitektur um. Am Meer, in den Bergen, in der Stadt, in der postindustriellen Brache, Punkt, Punkt, Punkt. Die Unterscheidung zwischen Stadt und Land ist konsequent aufgehoben. Und trotzdem, im Hintergrund scheint doch noch der Konsens darüber zu bestehen, dass die interdisziplinäre Kooperation im Metier von Architektur und Planung unausweichlich und vielversprechend ist. Wir beplanen die Stadt, den Zwischenraum, den Kulturraum, alles in allem, doch gemeinsam. Zumindest hier, wir in Europa leben in einer flächendeckenden urbanen Kultur, hier heute mit dieser Übermacht der Landschaftsarchitekten, sage ich natürlich, kultiviert die Landschaft. Wir erfahren die Natur als Mensch geschaffen, künstlich, manchmal künstlerisch, mitunter ähnlich schön wie die ursprüngliche Landschaft. Das Metier der Landschaftsarchitektur hat sich transformiert, ganz konsequenterweise. Dazu kommt, den Architekten nicht unbekannt, dass die gegenwärtige Ästhetisierung der Lebenswelten auch die Lust zu mehr Design und Detail in der Landschaftsarchitektur evoziert. Auch auf die Gefahr hin, dass sich die gebauten Ergebnisse zunehmend einseitig ästhetisch orientieren, von Moden bestimmt sind. Auffällig auch das Hervorheben von Individualität und die gegenseitige Abgrenzung ins kreative Nebeneinander. Aktuelle Konzepte, Bilder und Bedeutungen erwecken, ungeachtet der weiterhin bestehenden sozialen und ökologischen Anforderungen, oft ein bedingt kraftvolles Sammelsurium von Assoziationen. In ihrer Mehrdeutigkeit bleibt nicht selten offen, ob gerade Natur, Architektur, Infrastruktur oder Installation mit Kunst gemeint ist. Daraus entstehen Konflikte. Zu moderieren sind auch die Kollisionen bei der Auseinandersetzung um Kompetenzen und das Ringen um die Deutungshoheit bei komplexen Themen. Aber auch das sollten wir ertragen. Zusammenarbeit und Veränderung. Im Laufe der Zeit entwickelt sich die gemeinsame Arbeit, genauso wie die Aufgaben und Herausforderungen. Das bestätigt die gemeinsame Planung beispielhaft an der Messestadt Riem, einem
ganz einfach gesagt, Bebauungs- und Grünordnungsplan größerer Dimension und Reichweite. Wir haben in der Zusammenarbeit mit den Valentins Anfang der 90er Jahre die Perspektive einer Synthese nicht in Frage gestellt. Wir haben anfangs gemeinsam auf die Kraft des schönen Plans gesetzt. Der Plan als Plattform, die nicht nur Tragfähigkeit von Übereinstimmungs- und Konfliktpotenzial zwischen den Disziplinen erörtert, sondern auch für die Menschen, amtsdeutsch sind das die Nutzer, eine schöne Lösung abbildet. Es war uns von Anfang an klar, dass in einer komplexen Welt die Dinge immer gnadenlos ineinander geschoben werden, obwohl sich die Bedürfnisse funktional, ökologisch, wirtschaftlich und ästhetisch immer schärfer konkurrenzieren. Während der Bearbeitung liefen auf dieser Plattform derart viele widersprüchliche Energien zusammen, dass sie nicht mehr in den Plan integrierbar waren, sondern nur mit Überlagerungen erklär- und denkbar. Das so entstandene Layer-Ungetüm suggeriert zwar demokratische Verfahren, abgestimmte Kompromisse und politische Befriedung, aber in der Zwischenbilanz mussten wir feststellen, so kann keine Synthese, keine befriedigende oder gar schöne Lösung entstehen. Das Instrument der Bebauungs- und Grünordnungsplanung reicht für eine geordnete städtebauliche Entwicklung allein nicht mehr aus. Das Dilemma, alles hängt zusammen, nichts passt zusammen, war nicht nur für uns bei der Planung der Messe Stadt Riem deutlich geworden. Planungsphilosophisch war ganz generell eine eklatante Gegenbewegung feststellbar. Und die geht so. Unterstellte Zusammenhänge werden immer öfter unterbrochen, selbstläuferische Denk- und Handlungsgeflechte werden zunehmend bezweifelt. Outside-in-Strategien ersetzen Inside-out, Partikularaspekte dominieren Masterplan und Moderation. Die kreative Idee, das gemeinsame Ganze, verliert an Wirkungskraft. Eigentlich unerklärlich wird dennoch die Zersplitterung, das Trennen, Aufteilen und Isolieren zur produktiven Operation erklärt. Interaktion ersetzt Kooperation, der Modus operandi ist die Macht des Faktischen und das Ergebnis keine Synthese, eher eine Addition kleiner Teillösungen, genannt Deal. Ob und wie die Baukunst insgesamt für die Baukultur so tragfähige Antworten liefert, ist für uns alle von Belang. Die Marktorientierung der Disziplinen mag dem individuellen Konto guttun, greift jedoch zu kurz. Sicher ist auch, wir brauchen dazu in der Kooperation neue Formen. Als wir noch Helden waren, steht als Überschrift zum Schluss. Diesen Ausspruch von Dona kennt sicher jeder der hier Anwesenden. Dona benutzt den Satz gerne in ihren Erzählungen. Die Vergangenheitsform im Prädikat reicht zumindest in Österreich, wo ich herkomme, per Definition in die Gegenwart. Ich benutze jetzt streng nach Grammatik das resultative Präsens, weil zutreffend. Herzlichen Glückwunsch, Dona und Christoph. Respekt und alle Anerkennung für euer Wirken und in aller Freundschaft, ihr seid Helden. Und ihr bleibt unsere Helden.